Freezer hatte einen älteren Bruder? Das darf doch nicht wahr sein. Stärkster gegen Stärkster. Son Goku kehrt nach... Was? Achso, nach dem Sieg über Freezer zur Erde zurück. Doch die schockierende Wahrheit bestätigt sich. Freezer hat einen älteren Bruder, der nun auf dem Weg zur Erde ist. Okay. Achso. Hat Son Goku eine Chance, gegen einen extrem gewaltigen Gegner, der selbst Freezer noch übertrifft, zu bestehen? Ich habe erst gesehen, Son Goku kehrt nach dem Slug über Slug oder so. Ich weiß es nicht. Und cool, dann natürlich Freezer Stimme nur eine Stufe tiefer. Das war Lieblings-Sanoku, oder? Dürfte sein. Ist es. Also Sanoku Mitte hat einfach mein Lieblings-Moveset von allen Sanoku. Allein wegen dieser Attacke. Ich liebe diese so sehr. Hä? Willst du Son Goku sagen, dass er jetzt erst stärker als Freezer ist? Davor nicht? Heißt das, Cooler ist schwächer als Freezer? Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Oh, er ist unanhittbar. Ich hasse sowas. Übrigens, Dragon Ball Z Fun Fact mal am Rande. Dieser Kampf hätte gar nicht statt. Also eigentlich hätte Cooler alles beenden können, also mit Son Goku. Weil, nachdem Freezer den Planeten Vegeta gesprengt hat, hat das halt Cooler, der irgendwo ganz woanders im Universum hat halt die Explosion gesehen und wusste das. So. Und Son Goku wurde ja unmittelbar davor auf die Erde geschickt in der Saiyajin-Raumkapsel. Und diese Raumkapsel hatte Cooler auf seinem Radar. Da hat einer von Coolers Männern gefragt, ob man die Kapsel abschießen soll. Cooler hat halt gesagt, dass das nicht nötig sei. Das heißt, theoretisch hätte er die Kapsel abgeschossen, wäre Son Goku draufgegangen und es wäre ganz anders alles gekommen. Irgendwie ist es gruselig, wie sich dieses Mundteil, ich nenne es mal Mundschutz, vor Coolers Mund bewegt, wenn er redet, weil das ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Okay, anstatt direkt zum Super Saiyan zu werden. Ah. Oh! Joke's on you, bitch! いい加減にしろ。この星めちゃくちゃにしやがって。貴様ら言っていくつの星壊しゃ気が済むんだ。 Yes! Overused Bardock theme strikes again. なんだ?
Schauen wir mal, ob jetzt ein offizielles Ende kommt oder ob ich das wieder selber tun muss. Also ich meine, ich müsste ihn jetzt mit einem Kamehameha treffen. Oh, okay, das ist ein Dicken von ihm. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Er lässt sich sogar treffen. Gut. Ich glaube, mit der Hälfte der Filme sind wir sogar schon durch. Einen Moment. Okay. Cooler wird sich verwandeln. Er beherrscht eine Menge Transformationen. Was geht hier vor? Begegnung der ultimativen Kämpfer. Oh, falscher Knopf. Scheiße. Way to ruin an epic moment. Wie viele gibt's denn noch? Okay, es gibt noch ein bisschen was. So, Begegnung der ultimativen Kämpfer immer noch. Ein unbekannter Stern klammert sich an den friedlichen neuen Planeten Namek. Während Son Goku und die anderen die Gefahr abzuwenden versuchen, taucht der wiederbelebte und mit einem Metallkörper ausgestattete Kula auf. Der Todeskampf zwischen der Super Saiyajin-Kombo Son Goku und Vegeta und Metallkula steht bevor. Und dass es der große Getty-Stern ist, ist natürlich nicht wichtig zu erwähnen. Es ist einfach ein unbekannter Stern. Ganz recht. Das hat mich jetzt an die South Park-Folge erinnert, wo Chefkoch in einem super Abenteuer-Club war. Wo er dann wiederkommt. Und da sagst du ja, und Chefkoch, hatten sie Spaß? Und werden sie jetzt immer hier bleiben? So ganz recht. Ja, also. So, Goku hatte mal einen Ausflug im Super Abenteuer-Club. Okay, der Schambock auch so ein bisschen Super Saiyajin Action, nein? Ich liebe diesen Griff. Ja, kann man jetzt mal Super Saiyan oder nicht? Oder muss ich ihn erst besiegen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn besiegen muss, weil... Nee, muss er nicht. Ah! Hurensohn. Ja, bitte gib dein Bestes und werd zum Super Saiyajin. Danke. Super Saiyajin.
Ach so, er kriegt die Hucke voll und langweilt sich. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Das ist was cool, oder was? Hä? Wieso hat Sagoku gerade gesagt, wie hätte ich denn ahnen können, dass es kaputt ist? Wie hat das denn jetzt geprägt? Ja, jetzt kommen die anderen. Er kämpft zwei Sekunden, ich will meine Beine nicht mehr. Das reicht's mir, ey. Hör, ich dachte, da kommen noch ein paar. Okay, whatever. Also ich dachte jetzt echt, da kommen bis zu 5 insgesamt und nicht nur 2. Aber es kann auch sein, dass ich da wieder was R3 hätte triggern müssen, aber whatever.